Auch vor dem Spiel gegen Ingolstadt 2 zeigte Ostbayern seine Betroffenheit und Mitgefühl für die Opfer des Terroranschlags in Paris. Genauso wie die deutsche Nationalmannschaft gegen Holland spielen wird, wurde auch hier das Spiel angepfiffen. 5. Minute, Watanabe und Philipp Penke lenkt den am Tor vorbei. Die Fans sahen an einem milden Novembertag ein ziemlich unterkühltes Spiel. 17. Minute, nur durch Standards, der Jahn gefährlich, Kolja Pusch. Und der setzt den an die Latte und dann ist das eine zu kurze Reaktionszeit für Thomas Paulus. Der kriegt den an die Brust und dann ins Aus. Die 33. Minute, wieder so ein Standard. Marvin Knoll schlägt den einfach mal in die Mitte. Und Thomas Kurz kommt nicht mehr ran, der nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder im Team war. Dann die 36. Minute, Uwe Hesse gegen Marcel Passelt. Hält er irgendwie seinen Fuß rein und dann Thomas Paulus. Und der Pfiff, Benjamin Brandt, zeigt auf den Elfmeterpunkt. Und das war in der Gänze in Ordnung. Zwei Fouls hintereinander. Einmal Uwe Hesse, der hier gegen Marcel Passelt den Fuß reinhält. Der stolpert dann darüber und dann Thomas Paulus auch noch im Weg. Und deswegen geht das in Ordnung, dieser Elfmeter. Andreas Buchner tritt an mit seinem 7. Saisontor. Das ist der 8. Gegentreffer in den letzten 3 Spielen für Philipp Penke. Der Jan in einer kleinen Krise. Vom Wachrütteln Fehlanzeige. Die zweite Halbzeit ging genauso weiter wie die erste. Ein Tabellenführer spielt anders. Die Mini-Chance von Luge, das größte der Gefühle. Fehlpässe waren jetzt an der Tagesordnung. Uwe Hesse, da steht überhaupt keine Adresse drauf. Und so sah die zweite Halbzeit eben aus. 7 gelbe Karten und eine gelb-rote gab es in dem Spiel. Hier für Paliones in der 51. Minute. So muss ein Kapitän überhaupt nicht reingehen. Ein taktisches Foul und damit der Jan nur noch zu 10 und mit einem Tor in Rückstand. Doch da waren sie viel gefährlicher. Hofrat, der war ins Spiel gekommen mit einer schönen Kombination auf Markus Zierreis. Aber der kriegt den Fuß nicht an den Ball. Die 56. Spielminute. Es kommt so, wie es kommen musste. Ingolstadt jetzt einfach an diesem Tag mit mehr Druck, mit mehr Willen. Und dann ist es Watanabe, der Japaner. Und beinahe die Führung. Knoll war jetzt in die Viererkette gerückt und Uwe Hesse war vorne. Und dann wieder Watanabe. 2:0. Damit war der Deckel drauf, die Suppe gegessen. Der Jan hatte das Spiel jetzt schon verloren. Und Iheanacho setzt sich durch an dem Pfosten. Das hätte das 3:0 sein können. Christian Brandt war überhaupt nicht zufrieden mit so einer Leistung. Bis jetzt war der Jan ja ungeschlagen in der eigenen Arena. Uwe Hesse in den Schlussszenen noch einmal nach vorne, aber es wollte einfach kein Tor für den Jan fallen. Er verliert 0:2 zu Hause gegen Ingolstadt 2.